Hallo zurück zu Let's Code Octo Awesome. Wir sind nach wie vor dabei, die Bäume zu generieren und haben ja in der letzten Folge zwar schon generiert fleißig, aber aus irgendeinem Grund noch ein paar ganz eigenartige Artefakte in unserem generierten Baum gehabt, nämlich den Versatz der Blätter auf Chunk-Grenzen. Und das genau versuchen wir jetzt zu debuggen. Wir haben so eine grobe Idee, aber wir wissen es noch nicht genau. Timer startet und ich schreibe mir mal kurz die Zeit auf, aber Julian ist noch hier mit im Stream und wird jetzt einfach mal loslabern, ne? Genau, also ich würde jetzt hier nochmal die Random-Werte einfach rausschmeißen, um zu gucken, ob es an dem Random hier liegen kann. Das heißt, wir haben hier die Baumhöhe zuerst, jawohl. Ja. Dann nehmen wir mal die 6 und wieder ein Radius von 3, den hatten wir ja, glaube ich, vorhin auch so. Genau, das waren die kleinen. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich mach das mal. Die Voraussetzung ist, dass die Persistierung nicht funktioniert hat. Persistierung haben wir ausgestellt, ja. Aber weiterhin Mist in unserem Kram hier. Genau, das heißt, an den Zufallswerte kann es nicht liegen. Ja, dann ist das Problem ja eigentlich relativ klar. Es ist dann die Berechnung zwischen den Relativkoordinaten und den tatsächlichen Chunk-Koordinaten, denke ich. Genau, und es scheint ja nur die Höhe zu sein, die Probleme macht. Ja. Das heißt, es gibt ein Problem in der Chunk-Column. Wie es aussieht. Möglich. Das ist die Frage jetzt. Ich würde mal ganz kurz blind mal hier einen Breakpoint setzen und gucken, was da so passiert. Also, ich bin ja so der pragmatische Typ. Es sei denn, du weißt jetzt genau schon, wo du gucken musst. Nein. Okay, dann mache ich mal diesen hier. Und guck mal hier rein. So, also, das ist eh klar. Koordinaten sind wir gerade bei minus 2. Achso, vom sind klar. Ja relativ Koordinate. Ja. Gut, dann gehen wir da mal rein und gucken, was passiert. Die sind was, jetzt, was für einen Wert hat? Origin hat den richtigen Wert. Das ist. Oh. Das kann aber sein, natürlich. Origin Z. Ja, das ja, ist ja. Z ergibt sich ja aus der Höhe. Das kann schon sein. Das ist schon richtig. Nee, das scheint zu passen. Das kann schon richtig sein. So, dann kommt der Origin drauf auf den aktuellen Z. Das ist dann irgendwo, das passt dann schon. Die Koordinaten sind in dem Fall jetzt auf der richtigen Seite, deshalb ist das ein bisschen doof. Ach so, aber du hast recht, das kann wohl in der Column liegen. Also gucken wir uns mal die Column noch an. Aber der Z-Index, da kann man nicht viel falsch machen eigentlich. Das Komische ist ja, dass es funktioniert für den Baumstamm. Wir können den Baumstamm ja mal probieren, viel, viel höher zu machen. Aber so wie es aussieht, hat es für den Baumstamm funktioniert. Da gab es ja nicht die Offset-Probleme, sondern die Offset-Probleme waren ja tatsächlich nur von Chunk zu Chunk. Naja, wir können mal versuchen, den Baumstamm jetzt in den nächsten Chunk zu schieben. Und gucken, ob er dieselben Macken kriegt. Wäre jetzt mein nächster Test. Aber das hier sieht erstmal richtig aus. Das sieht für mich absolut richtig aus. Chunks, die fangen immer bei 0 an, also von unten, das passt also auch. Ich sehe da kein Problem. Was war da vorher drin? 72 oder so? Nee, ist ja auch egal. Ja, sieht richtig aus. Irgendwas mit 70 war es, ja. Aus meiner Sicht absolut okay. Was wir natürlich mal machen können, ist einen Punkt abzuwarten, wo wir hier über eine Chunk-Grenze rausgehen. Also einfach mal so eine Condition. Wenn also x größer 1. 0. Das muss doch abhängig von der Origin machen. Origin ist immer 31. Ach so. Ja gut, in dem Fall passt es jetzt. Ja. Ja, deswegen. Stimmt, klar. So, dann gucken wir uns einfach mal einen Fall an, wo das theoretisch knallen müsste. So, dann haben wir nämlich hier eine Position von 32. Und das ergibt nämlich jetzt plötzlich die andere Column. Da müsste jetzt nämlich eine andere Column kommen. Gucken wir mal kurz in den Column-Code, wo auch immer der jetzt ist, da oben.
X ist jetzt größer gleich. Das bedeutet, das trifft jetzt auf die nächste zu und es müsste eigentlich die hier kommen. Ja, das ist schon mal Genau. richtig. Und gleichzeitig müsste hier 0 drin stehen. Auch das ist richtig. Aber Z bleibt gleich. Wir machen mit Z nichts. Deshalb bin ich ein bisschen irritiert. Da müsste nach wie vor die Jetzt ist zwei. die Frage Index 2. Index 2 ist richtig. Wir haben eine Höhe von 32. 72. 75. Und das war gerade. Das ist absolut richtig. Ja. Ich sehe überhaupt keinen. Hier drinnen machen wir natürlich. Kommt da Mist raus? Ach Dass so, das nee, das Flat ist. Index vielleicht Probleme macht. Ich Na. wüsste aber nicht warum. Nee, es gibt auch. Nee, das funktioniert ja mit allen anderen Sachen einwandfrei. Konnte ja eben Blöcke einwandfrei hinsetzen. Also das kann es auch nicht sein. Genau, eben das, was gerade nach oben geht, funktioniert. Verrechnen wir hier irgendwo Z an der Stelle, wo wir Z nicht verrechnen sollten? Nicht, dass ich wüsste. Und den Offset, auf den ja alles rausläuft, den produzieren wir nur ein einziges Mal für den kompletten Baum. Was wäre denn vielleicht, wenn wir mal einfach zwei Säulen nebeneinander nach oben ziehen, wo die eine auf der einen Chunk-Seite und die andere auf der an, im anderen Chunk? Das ist eine gute Idee. Das machen wir doch mal. Ich plante einfach mal zwei nebeneinander. Ach so, so habe ich es nicht mal gemeint. Meinst du nicht, dass das hier? Dann sind zwei Ja, Bäume okay, nebeneinander. aber ja. Nicht gut. Gut. Kann man auch mal testen. Ich hätte es halt nur zwei Holzsäulen gemacht, ohne Ja. Blätter. Weil die Bäume können sich ja jetzt gegenseitig noch zerstören. Jetzt wird's ganz lustig. Ah doch, passt. Aber selbes Problem. Genau, der ist viel zu hoch oben. Der Baum, der zweite. Ja. Trifft Und es? um wie viele Blöcke handelt sich der Unterschied, ist die Frage. Auch random, gerade gesehen. Jetzt wäre noch mein nächster Test, den ich gerne machen würde. Ob die irgendwo in der Pampa landen. Oder ob die am Boden sind. Die sind schön platziert. Ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Das muss innerhalb der Set-Methode irgendwo sein. Das Problem. Weil der Highest Point wird richtig ermittelt. Auch wenn wir in einem anderen Chunk sind. Ja. Also die Baumstämme setzt, oder nicht die Baumstämme setzt richtig, sondern. Tja, ich würde jetzt noch eins mal testen, Genau, wenn ich mach einfach darf. mal, weil ich weiß nämlich auch nicht so genau, was jetzt noch. Einfach nur zwei Blöcke nebeneinander. Set Block auf 000. Dann den Wood Index. Ah, und ein plus eins. Ja. 1, 0, 0 und Wood Index. Dann müssen wir hier aber natürlich wieder auf die minus 1 gehen. Gerne. So. Achso, muss ich wieder machen? Und ja. So, Jetzt Spannung. mal gucken. Ah ja. Schauen Sie her, das wird mit Versatz gemalt. Ich habe Genau. das Gefühl, dass dieser Aber, Offset ein und Scheiß sicher, ist. dass diese random sind? Inzwischen geht es ja gar nicht mehr, ne? Weil wir haben ja kein Random. Wie messen wir das jetzt mal auf die Schnelle? Also, A1, da sollte eigentlich sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in dem Fall. Dann machen wir dasselbe mal hier nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 12. Also passen 12 Blöcke zwischen. Warte, 1. 12. 12, 12 Blöcke zu hoch. Hier nochmal ganz kurz, ich war nicht sicher. 1, 2, Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hier ist es 13. Okay, also Hardy meint irgendwas, von wegen mir addiert die Höhe vom Baum auf, also die Stammhöhe, aber wo? Ich sehe das nirgends, wo das passieren sollte. Ja, im Moment machen wir das ja gar nicht mehr. Deswegen, also wir haben jetzt den Baumgenerator, der ist jetzt nicht mehr da. Jetzt machen wir ja einen expliziten Set-Block. Mehr machen wir ja Ja, gar nicht mehr. eben. Also basiert der Bock muss hier drin passieren. Vermutlich. Oder meint er, warte, warte, er Ja. meint irgendwas mit Get Top Block Height. Ja. Aber der bleibt ja gleich. Das Z Eben. bleibt ja gleich, das ändert sich ja nicht. Richtig, das machen wir einmal pro Baum. Deshalb ist das absolut Genau. okay. Der Helper Offset ist auch super. Also der Set-Block ändert ja überhaupt nichts an den Parametern. Wir addieren immer den Origin drauf. Ich tippe, nee. Den Modulo machen wir allerdings nicht auf Z, ne? Vielleicht sollten wir Set. das auch machen. Ach nee, der Z stimmt ja. Nein, das passiert ja in der Column. Ja, hast schon recht. Entschuldigung. Passiert das da wirklich? Ah, fuck. Wo ist denn die Kalim? Haben wir die schon offen irgendwo? Ja, da waren wir ja eigentlich vorher drin. Ne? Ist weg. Ist für immer weg. Die ist direkt im genau in Octawesome drin. Chunk Kalim. Z-Block. Das war das, was wir vorhin auch gesehen haben, im Prinzip. Ja, ich will es nur nochmal anschauen. Das ist, manchmal sieht man ja. Den Wald vor lauter Bäumen nicht. Richtig. Nur, dass man noch keinen Wald habt. Deswegen sehen wir die Bäume ja auch nicht. Oh. Okay, also. Aus meiner Sicht ist hier nichts falsch. So geht es mir halt leider auch, was ziemlich blöd ist. Sieht irgendjemand im Z-Block, Chat den Problem? YZ. Das wäre der Moment, wo ich unseren Chat einblende. Damit wir vielleicht mal sehen können. Zeile 44. In Zeile 40 wird Block geändert. Achso, wahrscheinlich die andere Was? Klasse. Wahrscheinlich meint er im Tree-Table. Zeile 44. Da wird Z geändert. Ja, aber Z ist ein Value-Type. Das heißt, die Änderung gilt nur für den lokalen Aufruf von Z-Block. Genau. Probiert halt mal rum, ist nicht zielführend, Freunde. Das haben wir mir ja jetzt gerade schon gemacht, Ich wüsste halt auch rumprobiert. nicht, wo ich jetzt rumprobieren sollte. So ansatzlos finde ich rumprobieren immer ein bisschen schwierig. Okay, also wir können ja jetzt einfach mal nochmal mit dem hier debuggen und gucken, was denn da so für Werte rauskommen. Aber ansonsten Ja, habe ich, wir können sie beide das debuggen ergibt und gucken. eigentlich keinen Sinn. Wir gucken uns einfach mal, wir merken uns jetzt die Werte einfach mal. Moment, Moment. Origin war. Origin 31, 31, Neun, okay, alles klar. 59. Und was kommt Schreibst hinten? du dir gerade auf? Nee, nicht wirklich, aber was kommt denn hinten? X, Y, Z, die sind ja alle gleich, ne? Die sind ja alle 0 gewesen. Außer Z halt. 59, 31, 31, ja, Z stimmt, haben wir ja hier auch an der Es ist 0. ja erstmal Alles an der 0, 0. genau. So, dann kommt die Column, die. Ist das die Column 0? Das ist die Frage, guck doch mal kurz die Index-Dinger an. Das müsste jetzt die erste X, Column sein. Also 00. Y. Guck doch mal, was in 00 drin steht. Koordinaten. 4, 4090. Okay. 4, 4090 und hier haben wir Das 4, ist richtig, alles 4090. klar. Gut.
Auf jeden So. Fall die richtige. Die wird dann normalisiert. X und Y sind aber schon auf 31. Ja, das ist Das ja heißt, die jeder Block, der bleibt funktioniert. gleich. Genau, das ist ja der, der richtig ist. So, und da kriegen wir jetzt den Index auf den Chunk. Warte Set mal. von Da ist 59. 1. Okay. Chunk 1. Und 27. Alles klar. Z von 27. Und das Z von 27 sollte nachher auch noch stehen. Geh mal rein, genau. Z-Block X, Y, Z27, das passt. Gut, alles klar. Gehen wir Dann wieder raus. jetzt kommt der wahre Und in Moment. das nächste Z-Block, Argin X, Y und Z sind noch gleich. Ja. X sollte jetzt die Null sein. Achso, 32 sein. ja, 32. Und hier immer noch 31. 59. Passt alles und da müsste Das jetzt heißt, aber der zweite rauskommen. Column 1.0. Das ist richtig. Hier 4091, richtig. Da 0, X von 0 und Y 31. wieder 31. Das ist alles richtigst. Da ist Index 1. Chunk 1. Sagen wir, sind wir bescheuert? Das stimmt doch alles. Chunks 0, 1, 2, das gucken wir mal vielleicht. Ja, aber an der Was kommt denn Chance kannst Z? du Was fast nicht. kommt da jetzt bei der Z? Da hatten wir vorhin Na, ich sehe es 27, da nicht. kommt auch 27. Aus meiner Sicht 27. ist alles easy. Ich verstehe nicht, was da passiert. Ich leider auch nicht. Wenn man die Chunks mal anguckt. Ist da vielleicht irgendwas falsch? Ah, schau mal an, da ist 0 die 0. 31. Achso, ist hier eher alles 31, Entschuldigung. Pff, ich Depp. Ja. 1, 2, 3, Das stimmt alles. 4. 5, 6, 7. Okay, aber geh mal trotzdem nochmal rein. Achso. Was meinst Nochmal du? Wie reingehen, nochmal aber das rein? ist fast dann schon. Also ich. Beim nächsten Aufruf, da sind sie 0, 1. Die sind auch richtig sortiert. Also da drin kann es ja wohl auch nicht liegen. Und Das der ist Renderer macht da ja, wirklich macht strange. da, kann der Renderer da? Nein, der Renderer kann da keine Probleme machen. Der rendert den Boden ja richtig. Also, Ja. es ist unwahrscheinlich, dass der Renderer da Mist macht. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Wow. Okay, das ist ein interessantes Problem. Genau, so sagt es jetzt auch gerade. Die Kollision funktioniert ja Okay, auch. Das Z. ist ja, genau. Ist richtig. Gutes Argument. Das Beste fast sogar. Wir sollen mal Zahlen addieren und gucken, was passiert. Was? Welche Zahlen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Klingt super. Mach doch mal, dreht doch mal ein paar Regler. Ich kann mal das Licht ausmachen, vielleicht bringt das was. Auf Z-Koordinate. Ja, das haben wir aber schon gemacht. Die Stämme haben ja an sich funktioniert. Die waren relativ zueinander ja richtig. Oh, was hat das jetzt verursacht? Ach, Unten. das ist einer Ja, es davon. ist der, Da, der in der der Luft andere ist hängt. noch unter. Genau, der andere ist Ja, da den habe unten. ich gerade noch nicht gesehen. Genau, das heißt, das passiert auf X wie Y-Koordinate gleichermaßen. Ja. Und ich kann ihn an, also Okay. der ist wirklich da. Ich kann dagegen laufen und so. Also die Kollision, das hat Zusche eben schon richtig gesagt. Also die Kollision funktioniert, das heißt, das ist nicht der Renderer. Das heißt, der Block ist auch tatsächlich da, wo man sieht. Und ich kann ja auch Dinge dran kleben. Ja. Puh. Puh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wieder eine völlig andere Zahl. Wovon könnte die Zahl denn noch abhängen? Ah, auf welcher Höhe ist denn unser
unser Holzblock relativ zum Boden, also zum Chunk. Achso, können wir noch ausrechnen. Der Block hat die Position 59. Das heißt, der nächste ist. Okay. Mal kurz einen Taschenrechner. Mal kurz den Modulo Ja. anwenden. 27. Das haben wir ja vorhin schon ausgerechnet, oder Das nicht? heißt 27, 5 Blöcke plus wie viel war da gerade Differenz? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun. 9 plus 5 ergibt auch keinen Sinn, das wäre 14. Also hast du sie aus 27 ausgerechnet oder war ich das gerade mit meinem Kopf? Da musst du aufpassen. Ich Ach kann. so, das warst gerade du in dem Fall. Nee, Aber dann. das 59 hatte man vorhin ja schon und Deswegen gab ja dachte ich. 27. 32 ist ja der Okay, nächste, also sind 27, ja. 27. Mehr als zwei Das Testblöcke verstehe ich jetzt nebeneinander. Freunde, nicht. wie soll das denn? Ach so, ah, noch eine Idee. Okay, das ist, man schlägt hier Folgendes vor. Dritter Block, der auf. Gucken, ob Ach es so. Chunk-Problem ist oder ob sich das aufaddiert. Das ist gar nicht so dämlich. Aber nein, es ist Chunk-abhängig. Es bleibt ein Positionierungsproblem innerhalb des Chunks. Und zwar identisch, nicht random. Okay, also ist der wirklich. Der hier ist auf Höhe 54. Ja, ich mache gerade noch Und mal. wie viel ist Abstand nach unten? Ich messe. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sogar nur. Genau, Was und habe ich? 1, 2, vorher 3, war die Koordinate. 6. Ja, 6. Entschuldigung. Dieser hier ist auf Ach so. 54. 54 Ja, und weil dieser hier vorhin ist. war die Ko Vorhin war die Koordinate auf 59 und zwar 9 Blöcke. Deshalb hätte ich jetzt gesagt, wenn das jetzt 5 Differenz wäre, wäre das ja schon mal ein Anhaltspunkt. Nee, das sind 6. Wo sind die oberen Blöcke im Chunk? Die sind, ich kann es sch leider schlecht lesen, die sind auf 60. Ja, 60. Macht Sinn. Ja, Die Frage ist 60. natürlich immer, wie man die Differenz berechnet. Naja, plus halt. Also ich habe jetzt einfach, wie viel Blöcke passen hier rein? Und damit sind es 6 Versatz. Also das wäre ein Z. Z-Offset von 6. Und das ist im Okay, Block um dann würde ich 6. jetzt. Ich würde jetzt noch das probiere, dass man das Ganze. Ich glaube, Rafe hat es gesagt. Genau, dass wir mal auf im anderen Chunk anfangen und dann zurückgeht. Das heißt, wir machen hier mal minus 1, Wieso sollte das? minus 2 und fangen mit dem hier an. Nur auf welche Art sich das beeinflusst. Ja, ist eine gute Idee. Jetzt wird's interessant. Okay. Was? Sie sind alle auf einer Höhe, wie sie Jetzt sein stimmt's. sollen. Jetzt stimmt's, ja. Obwohl es auch über die Chunk-Grenze drüber hinausgeht. Hey, schreibt gefixt, erledigt, check, einchecken. Ja. Okay, ja, das verstehe ich jetzt aber wirklich nicht. Da haben wir vielleicht ein Grundproblem bei den Koordinatenbestimmungen. Also kann es sein, dass wir aus den Chunks rauslaufen, weil wir hier grundsätzlich was falsch machen. Weil wir diese Koordinaten, die wir hier haben, sind ja effektiv nur lokale Koordinaten in Bezug zu dem hier. Aber Genau. das berücksichtigen wir hier ja. Berücksichtigen wir das hier wirklich überall? Eigentlich schon, hätte ich gesagt. Hier auf jeden Fall, ja. Und da dann auch. Ja, das funktioniert ja, das ist ja nicht Quatsch. Ja. Okay, das war jetzt so ein bisschen noch meine Hoffnung. Nee, aber auch nicht.
Tja. Warum geht es in die Negativrichtung? Das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Das heißt, wenn mir von Chunk 01 in Chunk 00 geht, geht es von, also von Column 00 in 01 geht es nicht. 1-0 meinte ich. Ja. Korrekt. Ja. Aber warum? Das, ach Gott. Tja, ich weiß nicht, also müssen wir vielleicht auf die nächste Folge verschieben, wie es aussieht. Das fürchte ich auch, Wenn allerdings bleibe wir ich mal, ratlos. ja. Mal gucken, was der Chat so sagt. Vielleicht haben wir da ein paar inspirierende Ideen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann heißt Let's Code Octo Awesome, vielleicht mit einem weniger frustrierenden Ende und mit einer Lösung für dieses Problem. Wir sehen uns morgen. Wer mitraten will, bitte in die Kommentare. Es würde mich trotzdem interessieren, ob einer von euch das vielleicht sofort gesehen hat. Bis dahin.